Hallöchen, meine lieben Freunde, hier ist mal wieder euer Johnny und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Battleground Commentary. Wir sind hier in der Kriegshöhenschlucht Warzone und schauen mal, ob wir mehr Flaggen heimbringen als die Allianz. Tolle Musik, super. Ist richtig. Ja, Aufbruchstimmung, alles klappt, es wird schon gut werden. Was man so verzweifelten Situationen sagt. Nein, verzweifelt bin ich natürlich nicht und wir jetzt auch nicht. Wir haben 5 Paladine. Was soll da schief gehen? Alles. Wenn es scheiße läuft. Es ist immer noch so unglaublich schwül. Tja, wer fängt ab? Gehen wir nochmal auf den Monk hier. Wings. Stun. Justicar's Vengeance. Nochmal ein Stun hinterher. Und tot ist er. Wie. So, inline. Dann stirbt er. Das ist ein WW-Monk. Der kann uns wehtun. Mit Karma. Das kann man aber boppen. Also, jetzt zum Beispiel. Jetzt macht er nämlich keinen extra Damage. Jetzt kommen wir gleich raus. Und er stirbt. So, diese kleinen Tricks. Touch of Karma. Einfach Bob drauf machen, dann ist der. Ist Touch of Karma weg. Der Debuff, den man dann, den hat man weiterhin. Also das, was der Schaden, der in der Zeit gemacht wurde, den kriegt man weiter als Dot. Aber das ist in der Zeit nicht viel, wenn die Bob gleich kommt. So, können wir mal was gucken. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Richtungteil macht gefühlt nicht so wirklich mehr Damage. Nee, irgendwie nicht. Merkwürdig. So. Da ist er. Stunnen wir ihn und töten ihn. Oh, kommt die Bob. Der Block. Bubble mal. No Mage. Ach, jetzt muss hier alles stehen. Okay, gut, da war nichts mehr zu machen. Ich hätte vielleicht doch nicht da direkt reingehen sollen, sondern mit einem anderen Pali da woanders hin. Sprich, um die Ecke. Na komm. Er lebt noch. Immer noch 0-0. Ah, okay, wir sind gleich Level up. Die dürfen mit allem, was sie haben. Kein Karma, tot. Hat aber eine Weile gedauert, bis sie es gemerkt haben. Ach, Entschuldigung. Bis sie schön drauf eingeprügelt haben. Karma gibt's schon so lange. Oh, der liegt ja mal tot. Bam, Level 2. Oh, Hunter. Schau dir mal. Einfach erschlagen. So, wir sind schon mal zur Hälfte durch. Kann ich die hier benutzen? Ja. Flop. Jetzt haben sie doch. Oh, da fällt gerade Joe.
direkt umgeschlagen. So soll ich nur die Alis abfangen? Der hat aufgegeben. Keine Ahnung, was der da macht. Ich glaube, es auf jeden Fall hier. So, Stun, Wing. Oh. Komm mal, Stun. Und tschüss. Nein, erwischt. Das war ein Fehler. Bitte greif mich an. Und tschüss. Ja, es ändert sich halt in der Art und Weise gerade nichts. Man baut immer noch ganz normal seine heilige Macht auf, entlädt die. Und so weiter und so fort. Ich werde mal gucken, ob ich da einen kleinen Guide noch mache. Ja, jetzt sind wir da rein. Ich weiß. Hallo Priest. Judgments, dann Justicas Vengeance. Ah, ist rausgegangen. Aber langsam. Gepalidas. Ist das ein Heiler? Ist das ein Heiler? Guck mal, Gepalid. Oh nein, er backpedelt. Ernsthaft. Kein Bock auf dich. Und gegenheilen. Und töten. So, genau. Wenn sowas in dem Fall ist, und ihr habt Justicas Vengeance, also Rache das Rechtsprechers gesillt, dann am besten 5 heilige Macht aufbauen und damit arbeiten. Genau, weil es macht immer Damage, macht minimal weniger Damage als Urteil des Templers, aber ihr heilt euch halt um den verursachten Damage immer. Im Idealfall habt ihr als Richtertal vorher drauf, weil das profitiert auch davon. Er wird trotzdem sterben. Stun Mama, heilen. Komm mal, Stun, das ist das Vengeance. Du bleibst hier. Leck mich. Hallo Mage. Genau, langsam mal ran. Hallo Mage. Schön, das war's. So ist das wunderbar. Ein Stun, ein Kick, tot ist er. Nein, Hunter, du bleibst hier. Wir behalten den. Oh, jetzt gibt's hier Damage. So, stunnen wir ihn. Das Vengeance. Hunter. Mage. Okay, ist tot. Schön. Das ist der Priest wieder. Hört mal hier. Und immer mit Justicas Vengeance in dem Fall arbeiten. Stun noch hinterher. Wake of Ashes. Immer in die Gegend. Immer so drehen, dass man mehrere Leute trifft. Was ja eigentlich logisch sein sollte. Sie kriegen alle den Dotter. Und sie kassieren den Initialschaden. Also es ist einiges, was da an Schaden hinkommt. Okay, da. Kriegt einen Stun. Justicas Vengeance. Hi Mama. Nochmal ein Stun. Und dann stirbt er. Wir kommen direkt raus. Machen wir langsam. Wir sind zu Freedom. Heilen uns mal. Oh, oh, oh. Irgendwas schießt da. Shield of Vengeance. Ich laufe mal hier weg. Ah, ich werde jetzt sterben. Nein, doch nicht. Ah, oh, schick. Ja, und schwer ist Hellhef fürs nächste. In diesem Sinne. Sodle.
das war's dann wieder für heute. Ich sag wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und wenn du es schon längst hast, ein Abonnement. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wiedersehen. In diesem Sinne, tschüss!